Tag, ihr Pfeifen. Herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play. Ich habe mal in meiner alten Spielekiste rumgewühlt und habe das Spiel gern entdeckt. Das habe ich damals richtig gern gespielt und deswegen habe ich gedacht, ich zeige es euch mal. Montana, 1880. My name is Colton White. My father and I hunt game. Ich lese mal vor. Montana, 1880. Mein Vater ist Colton White. Mein Vater und ich jagen im Wilden für die Dampfer, die auf den Missouri fahren. Ist gar nicht übel, solange man damit klarkommt, wenn einem sein alter Herr jeden Morgen rauswirft. Weichei. Also hat hier so ein Open World Wild West Abenteuer mit gleichen GTA-Elementen, ist ganz lustig. Bite some jerky and collect your gear. Jetzt mal los und sammle dein Zeug auf. Zeit, dein Geld zu verdienen. Come on. Na los. Keine Widerworte? Gut erzogen. Bewege dich mit der Tastatur. Ich spiele natürlich nicht mit der Tastatur, ich spiele mit dem Gamepad beim Konsolenspiel. Ist ja doch am besten. Folge Ned. Ned Flanders. Komm, lauf, Flanders. Elche, ich kann sie riechen. Spur ist frisch, los. Ja. Riechen, oh Gott. Scheint ja einen ziemlich ekelhaften Gestank zu haben. Da lang. Ja, schrei doch nur. Da hören die Elche bestimmt nicht. Und laufen garantiert auch nicht weg. Vollidiot. Elch, ja, wie gesagt, du läufst weg. Glückstreffer. So. Ah, hier. Und führe deine Waffe. Drücke links. Ah, spiel doch mit Tastatur. Oh, da kann ich wenigstens mit zielen. Scheiße, schieß. Schieß ein paar schnell zwei Wachteln auf einmal ab. Ja. Drücke C. Ja, okay. Bullet time. Ah, und die zum Wechseln. Ja, das war immer noch einfach. Komm. Let's go hunt us some elk. Ja, Elche, ja. Ja, komm. Lauf, Ned. Jagd auf Ned. That boy. Töte alle Wölfe. Ja, Wölfe. You're looking real sharp. Komm, Ned nach. Und tot. Räudige Bastard, okay, zurück zum Geschäft. Okay, das war ein Piratendialekt. Abrollen. Folge nicht, wo ist nicht? Ja, lauf nicht, lauf. Gut, die Auflösung ist ja voll für den Arsch. Hat leider keinen Widescreen-Modus als Spiel. Zieh dein Gewehr. Alt, Waffenwechsel hat sich den Scheiß ausgedacht. Komm her. Na egal. Yes. Ach, das legen wir dann mal um. Waffenwechsel. Steuerung. Eingabe konfigurieren. Okay. Waffen. Whisky-Bombe. Oh Gott. Das sind wir doch Molotow-Cocktail. Waffe wechseln halt. Mit der Maus. So. Hatte sie jetzt nicht gespeichert? Oh. Okay. Also ich habe hier jetzt vor, das gesamte Tutorial mal zu spielen. So, jetzt. Use your sights to get a closer look. Benutze dein Zielfernrohr.
Drücke J. Au! Oh, lag. Was ist? Hey, ich hab dir doch erwischt. So eine Scheiße. Ja. Ja. Ah, das ist der Tote. Die haben dann sehr nett im Blickfeld. Geil. Echt geil. Ach doch da. Tot. Alright, you got him. That'll be enough. Come on, let's go collect our kills. Careful on the way down. Wir sind im Wildwesten, ja. Warum läuft er überhaupt so rum wie so ein komischen billig Mexikaner? Er wird wahrscheinlich ein Trapper-Outfit sein, aber für mich sieht er aus wie ein Mexikaner. Nicht schon wieder Wölfe. Ich hoffe, der hat noch Zielhelfer aktiviert. Das ist etwas, das ich überhaupt nicht leiden kann. Horizontale Sehen, Vibration aus, ja, ja. Der kann nicht. Klasse, ich muss mit Ziel spielen. Wo ist? Ach, noch mehr was. Drücke. Warum soll ich jetzt trinken? Wo ist das? Ich suche, ich soll trinken. Der letzte. Ein Bär. Ja, ist klar. Dieser Bär kann nicht so nah an einem anschleichen. Get my rifle. Nimm das Gewehr. So. Mission abgeschlossen, ja. Das war nicht das ganze Tutorial, es geht noch weiter. Sure took your sweet time. I was just admiring your rifle. Another tick or two and you'd be putting me to bed with a pick and shovel. Oh, Lick. Too damn ornery to die. Du bist so primitiv zum Sterben. Well, it prides me to see us rubbed off on you plenty. Always remember, son. In this world, pure cussedness will carry you farther than a Comanche's pony. Bla 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 bla, typisches Wort, so ein Schwert. Oh, heute ist Zahltag. God. Naja, also hier das Tutorial ist ehrlich gesagt wirklich nicht gerade erinnern, aber naja. Das Spiel wird nachher besser. Vor allem, wenn man nachher auf Pferd reiten darf. Also, mich hat das Spiel richtig, richtig gut unterhalten damals. Mal gucken, ob es jetzt heute noch kann. Knapp 7 Jahre später. Wait here. Be back in a moment. Did you bring it? Where is it? In the safe? Ey, alter Lustbock. Verschwindet direkt mit so einer geilen Alten in einem Zimmer. Oh, direkt mal betatschen. Ui. Und natürlich die Tür zu. Tja. Oh. Glorious bounty, my son. Truly the Lord has blessed you with the talent of a marksman. I do all right, preacher. Ein Prediger. Oh. Typisch katholische Priester, schmeißt euch immer an die Jungen ran, ironisch gesehen.
Good day to you, sirs. Priester sind mir absolut unsympathisch. I'm gonna have a word with the pilot. Den Priester im Auge behalten. Juhu. Priester ist toll. Richtig toll. Du lässt an der Dürne. Du rettest allen auf diesem Boot das Leben. Dich. Ein axtwerfender Priester? Geil. Daran kann ich mich bekannt erinnern. Ich wusste doch, dass du böse war. Cool. Indianer abknallen. Ja, vor allem die. Ach ne, das sind irgendwie. Das scheinen eher keine Tieren sein. Aber komisch, die Boote fahren ohne Ruder. Ruderboote. Warum zur Hölle kommen die von da aus? Here's your knife, getting close. Come on! When you find your health start to drop, look so flat. One quick tug will set you right. Scheiße, erstmal ducken. Savages, where are they from? Get to the back and free up that wheel, Cole. They're coming from the front! Er hat meinen Rücken geschossen. Welcher Innen der Bastard? Come on, Cole, get that wheel free. Flasche voll. Geh, trinken wir mal auf. Wie im echten Leben. Alkohol heilt. Scheiße, was die ganzen Medien einsagen, wenn das Alkohol schädlich ist, stimmt nicht. Zur Kanone. Hat ein Beiboot und Kanone, ist klar. Auf, direkt jetzt diesen Fels rein. Kanonenboot, Ruderboot, alles klar. Die Leute, ist klar. Na ja, oder wie jetzt? Aus. Oh Gott, denkt. Zerstört. Au. Genau, einen nur erwischt. Ach ja, damals waren Mummenpassagen noch nicht so oft wie heutzutage. Oh Gott, aber... Geil, das Boot hier. Wow. Gestört. Kielboote, das nennt sich Segelboot. Okay, wir gibt dich zu mir aufs Oberdeck. Weil wir jetzt schon hier sehen können, sind da ziemlich viele Gegner und dementsprechend actionlastig ist das Spiel auch. Ja, nachdem ich hier letztens Django Unchained im Kino gesehen habe, hab ich irgendwie tierisch Bock auf oder sowas, so ein Spiel hier gab. Na, schon wissen, wie interessant ich mag das dann auf die ganzen alten Schinken. Up
pier. Let's get it. Yeah. Die scheiß Autozielfunktion gibt mir irgendwie leicht auf den Keks. Frau, Vergewaltigung, ja, yeah. Stirb! Schnell, Fine shooting, Cole. Take this. Oof. You man the other. That bear can get the fight out of your throat. Still got some left in me. So, what just? They just keep coming. They're coming from both sides. Das ist eine ziemlich übermächtige Kombi, wie ihr sehen könnt. Help me out, Cole. Mission erfüllt. Mal gucken, was jetzt kommt. It's too late. That preacher killed her. Son of a bitch is leading the ambush. Dieser Hundesohn. Tolle Übersetzung. Son of a bitch. Ja. Heißt wirklich übersetzt eigentlich so eine räudige Hündin. Aber, naja, ihr wisst ja alle, was das so gut Deutsch heißt. Freudenhaus? Cool. Ich bin nicht dein Vater. Naja. Jetzt auf einmal werden hier von ein paar von den Viechern, von den Typen in Bedrängnis gebracht. Ich werde die ganze Zeit der Künste nur davon abgeschlagen. Okay, Fazit davon, das ist nicht der eigene Vater. Oh, schick dazu. So. Und lila Linie darunter, scheiße. Nun, Reverend, wurden meine Befehle ausgeführt. Voll und ganz. Und das fehlende Teil. Es war nicht so retten, Sir. Bla bla bla, hol es geschwind. Ich enttäuscht. Nein, Sir, die Dürne hat den Safe verstaut. Bla bla bla. Alles billige Ausreden. Hey, Südstaaten. Cool, scheitern noch gar nicht. Oh, abschneiden. Nett. Ja, da kann eigentlich froh sein. Es gibt schlimmere Strafen, als im Ohr abgeschnitten zu kriegen. Ja, ja, sehr viel schlimmere Strafen. Oh, what's this? Give me that back. Meant no harm, friend. I thought for certain you were dead. I kicked you 3 times. Who are you? Friends call me Honest Tom. I need to get upriver. The steamboat's been ambushed. The Morning Star? Hell, it was 3 days ago. Were you aboard? Oh, hate to tell you, friend, but no one survived. Renegades got them all. Scalped every man, woman, and child. Bloody savages. Ned. Das heißt, er hat jetzt hier 3 Tage einfach so am Fluss gelegen und ist jetzt relativ fit. Ist klar. In a hurry, huh? I don't blame you. If I had me a token to the Alhambra, I'd be in a hurry too. You look to be a sporting man. Lust auf eine Wette. Ja, schau, das muss ein Pferderennen sein. Steig auf ein Pferd. Okay, steck. You have ridden before, have you not?
ready, friend? Being honest as I am. Yeah, but jetzt? I'll give you a chance to run around a bit before we wager. First, let's try some sprinting. Press the sprint button to spur your horse. Drücke die Sprint-Taste. Ja, zum Galoppieren habe ich schon mal rausgefunden. Schön und gut. Bohren. Notice that burst of speed you get at the start? Ain't that a kick in the ass? Wow. Training für Vollidioten. Stürmpulle. Naja. Alright, let's see your attempts and jumps. Yeah. Dann holt sich das Pferd hier. Leertaste springen, ja, ist klar. Whee, Stürmpulle. Ich glaube, ich hab's auf GTA gespielt. Okay, easy enough. Gehöre zu Tom zurück, ja, ja, ja. Ganz schön. Any cuss worth his riches ought to be able to whip me in a horse race. Ah, so ein Schnauzer. Now let's see how good you really are. Let's race. Entschuldigung. So, jetzt hier hin rennst. Oh, Munition. Ich will nicht morgen, ich versuche dieses Kackpferd. Drei Runden an die Wiese. Ich sei stolz, das sagt der Pedigree zu Frederick. Bereit? Los. Komm schon. Oh je, Pferd wird verprügelt, ich hasse Tiere. Oh Gott, wenn das die Peter hört, oh oh oh, dann machen die böses Hate-Video gegen dieses Spiel hier. Da kann man Pferde quälen, oh mein Gott, das Spiel muss verboten werden. Ah je, ich hoffe, es sind keine Tierschützer unter euch, die jetzt böse sind. Und wenn, ist mir scheißegal. Dritte Runde. Ach, dann hast du das Schwertertrohnen und hast tot geritten. Geil. Heißt, kann man das Schwert? Was passiert dann? Fällt man schon drunter? Ist es dann tot oder? Naja. Oder ist es nur betäubt, lahm oder irgendwer dann? Ich hasse so Tutorials, die so aufgesetzt werden. Extrem aufgesetzt. Fünf Büffel dort. Ich kann... Rutschangriff im Pferd aus? Nehmen wir mal ein bisschen. Okay, ich mache einen Schuss damit. Und... Rutschangriff. So, den hier. Ich hasse es, unterfordert zu sein. Ah,
Also jetzt sind so... Scheiß Steuerung hier. Mehr Flaschen abschießen, das ist so ein komischer Hilfe. Er hatte jetzt nicht gerade deutlich mehr Kugel verbraucht. Hilfe, Futter, Ew. Ja. Soll ich jetzt den Rutschangriff töten oder? Ja, machen wir das. Trampeltod. Trampeltod. Hey, das hört sich cool an. Trampeltod. Yeah, Double Kill. Triple Kill. So, dann kommt der Fürst. Wo ist dieses Kack? Scheiß auf Trampeltod. Oh, hey, geschafft. Well, kid, you win fair and square. Du hast gewonnen. Be kind to her, will you? I will. She's been a good animal. Thanks. Come on. God damn it, it took you long enough. So much for your name. You think I'd give up my ride without a fight? Let's kill this bastard. He's got an Alhambra token on him. Gotcha. So. Dem machen wir den Trampeltod. Ach, stirb, 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 stirb. Ach, nehmen wir. Okay. Ah. Okay. So, aber jetzt habe ich das Tutorial geschafft. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. So, speichern wir erstmal. Ganz Spielstand hier, das ist ein toller Name. Speichern erfolgreich. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es heißt Wild Wild West. Bye bye.